Dann wollen wir uns einige spezielle unendliche Reihen anschauen. Das ist eine Auswahl. Wenn Sie das Thema interessiert, finden Sie in der entsprechenden Literatur noch eine ganze Menge mehr. Eine ganz wichtige unendliche Reihe ist die geometrische Reihe. Die geometrische Reihe Summe k gleich 1 bis unendlich, q hoch k. Ja, also q plus q Quadrat plus q hoch 3 und so weiter. Q ist dabei erstmal eine beliebige reelle Zahl. In vielen Büchern finden Sie auch die Vereinbarung, dass die geometrische Reihe beim Index 0 beginnt. Das ist dann 1 plus q Quadrat plus q hoch 3 und so weiter. Und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Na, damit ist das nichts anderes als 1 plus die Summe, wenn wir bei k gleich 1 zu summieren beginnen. Wie kann man jetzt den Wert dieser geometrischen Reihe bestimmen? Schauen wir uns dazu zunächst die Partialsumme an. N q plus q Quadrat plus q hoch 3 bis q hoch n. Na, dieser Partialsumme sehen wir leider nicht an, was sie für einen Wert hat. Wir können uns aber mal anschauen, was wir erhalten, wenn wir die Partialsumme mit q durchmultiplizieren. Dann steht da q Quadrat, ne? Q mal q ist q Quadrat plus q hoch 3 und so weiter. Q hoch n minus 1 mal q ist q hoch n und dann kommt noch q hoch n plus 1 dazu. Das erinnert uns doch so ein bisschen an die Teleskopsumme. Hier steht q Quadrat, hier steht q Quadrat, hier steht q hoch 3, hier steht q hoch 3 und so weiter bis q hoch n. Also bietet sich's doch an, diese beiden Gleichungen voneinander zu subtrahieren. Also wir nehmen die erste Gleichung, ziehen die zweite Gleichung ab, dann steht da Sn minus q mal Sn. Q bleibt da stehen. Alles, was rot markiert ist, drüber hebt sich auf. Und dann schreiben wir hier noch, müssen wir noch abziehen, q hoch n plus 1. Da steht ja nichts anderes als Sn, können wir ausklammern, 1 minus q. Damit folgt, dass wir den Wert der Partialsumme angeben können. Das ist dann nämlich q minus q hoch n plus 1 geteilt durch 1 minus q. An der Stelle müssen wir jetzt ausschließen, dass q den Wert 1 hat. Ja. So. Damit haben wir die Partialsumme ausgerechnet und wir können nun den Wert der unendlichen Reihe bestimmen. Das nehme ich mal weg, brauchen wir nicht mehr. Der Wert der Reihe, der Grenzwert der Partialsumme für n gegen unendlich, also Limes n gegen unendlich, q minus q hoch n plus 1 geteilt durch 1 minus q.
eine relativ einfache Zahlenfolge. Q ist eine vorgegebene Zahl. Das Einzige, wo noch n auftaucht, ist Q hoch n minus 1. Und jetzt ist es die Frage, was passiert mit diesem Term, wenn n gegen unendlich geht? Naja, das hängt jetzt davon ab. Wenn Q größer ist als 1, dann ist es klar, dann geht Q hoch n plus 1 gegen unendlich. Das hatten wir bei den Zahlenfolgen schon geklärt. Wenn Q kleiner ist als 1, dann geht der Term gegen 0. Und wir erhalten den Wert der geometrischen Reihe. Q geteilt durch 1 minus Q. Allerdings nur, wenn Q betragsmäßig kleiner ist als 1. Wenn das nicht der Fall ist, dann divergiert die geometrische Reihe und wir können keinen Wert angeben. Jetzt räume ich das nochmal ein bisschen auf. Gehen wir es nochmal durch. Die geometrische Reihe Q hoch K aufsummiert, entweder von K gleich 1 oder von K gleich 0 bis unendlich. Wir haben uns zunächst Gedanken gemacht darüber, was hat die Partialsumme dieser Reihe für einen Wert. Mit Hilfe eines kleinen Tricks haben wir das ausgerechnet und so, wie die Konvergenz unendlicher Reihen definiert ist, haben wir dann mit Hilfe der Partialsumme und dem zugehörigen Grenzwert rausbekommen, die geometrische Reihe hat den Wert Q durch 1 minus Q, falls Q betragsmäßig kleiner ist als 1. Mithilfe dieses Ergebnisses, hier oben nochmal aufgeschrieben, können wir endlich den armen 100-Meter-Läufer erlösen. Die Strecke, die der Gute läuft, das hatten wir uns ja überlegt. Summe K gleich 1 bis unendlich, 1/2 hoch K mal 100. Mithilfe der Rechenregeln für unendliche Reihen können wir zunächst mal den Faktor 100 nach vorne ziehen und wir erkennen, das, was hier steht, ist die geometrische Reihe mit Q gleich 1/2. 1/2 ist kleiner als 1 und damit können wir auch sagen, das ist 100 mal 1/2 durch 1 minus 1/2, also 1/2 durch 1/2 und die Strecke beträgt, wie es sein muss, 100 Meter. Zu diesem Thema noch das Beispiel V5. Sie wissen, die rationale Zahl 1/3 können wir auch schreiben als Dezimalzahl mit unendlich vielen Stellen. Wie kann man jetzt diese Dezimalzahl vielleicht schreiben? Das ist doch eigentlich 0,3 plus 0,03 plus 0,003 und so weiter. Also eigentlich sowas wie eine unendliche Summe. Stimmt dieses Gleichheitszeichen? Kann man das wirklich so schreiben? Das wollen wir uns jetzt überlegen. Ja. Dazu zunächst, wie können wir diese unendliche Summe hier formal aufschreiben? Das ist doch nichts anderes als 3 mal 1/10, 3 mal 1/100, also 1/10 zum Quadrat, 3 mal 1/1000, also 3 mal 1/10 hoch 3.
Das heißt, diese unendliche Summe können wir schreiben als Summe k gleich 1 bis unendlich 1 Zehntel hoch k mal 3. Oder wir ziehen die 3 vor das Summenzeichen und erkennen sofort, dass wir es hier wieder zu tun haben mit der geometrischen Reihe. Die Zahl q ist hier 1 Zehntel, also betragsmäßig kleiner als 1. Und wir können das auch wieder schreiben als, nochmal kurz nachgespiegelt, q durch 1 minus q ist der Wert. Also 1 Zehntel durch 1 minus 1 Zehntel 3 mal 1 minus 1 Zehntel sind 10 Zehntel minus 1 Zehntel, also 1 durch 9 Zehntel, das ist 3 Neuntel oder auch 1 Drittel. Damit haben wir gezeigt, diese rationale Zahl 1 Drittel oder 0,3333 können wir darstellen als unendliche Summe.